Einen wunderschönen guten Nachmittag. Herzlich willkommen zu Leichter Leben. Schön, dass Sie dabei sind. Und man kann im Moment sagen, wir haben fast die Wochen der Nachhaltigkeit gerade bei uns im Studio. Am Freitag hatten wir einen jungen Designer da, der hat Holzfliegen präsentiert. Also auch nachhaltige Fliegen im Grunde genommen. Dann hatten wir ja schon Einhorn, die du auch sehr gut kennst, Kondomhersteller, die auch nachhaltige Kondome herstellen. Mit Kondomen kenne ich mich auch gut aus. Ja. Gestern hatten wir auch ein junges Startup-Unternehmen, die sich sehr um unseren Mutterboden kümmern. Das heißt, die sind darauf gerichtet, dass sie irgendwann mal sagen, 100% Bio-Erde, damit es auch auf unsere Ernährung oder sich auf unsere Ernährung auswirkt. Und du sagst, Milena, eigentlich wäre das Leben lebenswerter ohne Plastikmüll. Ne? Auf jeden Fall. Wie bist du dazu gekommen, dass du dir so viele Gedanken um unsere Umwelt machst? Oder war es überhaupt der Umweltgedanke? Ich glaube, es war gar nicht unbedingt der Umweltgedanke. Klar, man weiß, die Umwelt will man schützen, man will, dass sie lange existiert, für meine Kindeskinder, für mich. Aber es war vor allem, was ich nicht mochte, keine Alternative zu haben. Also es wird mir vorgeschrieben, ich muss die Gurke im Plastik eingeschweißt kaufen. Ich habe keine Alternative. Selbst auf dem Markt findet man heutzutage selten plastikbefreites Obst und Gemüse. Und es war einfach dieses, warum muss das so sein? Warum kann ich nicht so einkaufen, wie ich es für richtig finde? Und das war so ein bisschen die Motivation, die schon immer da war. Bei dir ging es ja sehr, sehr früh los. Das heißt, du warst ein junges Mädel im Alter von 8 Jahren. Ja. Hast du dich das erste Mal über Plastikmüll aufgeregt? Also genau. Mit 8 Jahren, da spielen andere Kinder mit Plastikpuppen zum Beispiel. Aber dich hat das irgendwie gestört. Mich hat es aufgeregt, weil ich zu viel Fernsehen geguckt habe. Und ich habe Kika geschaut. Und da gab es ja eine schöne Sendung mit Herrn Löwenzahn. Löwenzahn. Und da sind die Kinder einkaufen gegangen im Supermarkt, haben alles in die mitgebrachten Behälter gepackt, die Milch umgefüllt, den Joghurt, haben den Müll da gelassen, sind rausgegangen und haben nicht bezahlt. Und ich fand das so beeindruckend. Ich dachte, klar, warum soll ich eigentlich für die Verpackung, für den Müll zahlen, wenn ich es am Ende wieder wegschmeiße? So einen kindlichen Kopf hat das total Sinn gemacht. Mhm. Und dann dachte ich mir, eigentlich will ich genauso einkaufen. Und die Idee war wirklich jahrelang immer in meinem Hinterkopf. Und irgendwann im Studium hatte ich endlich die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und jetzt hast du dich wirklich darum bemüht, dass man plastikfrei einkaufen kann. Also bei euch im Laden, du hast einen Laden eröffnet hier in Berlin, ist es wirklich das Motto ohne Verpackung. Was für Leute kommen zu euch? Unterschiedlichste Leute. Also wir haben sogar Jugendliche, die sich schon für das Thema interessieren, die sagen, meine Eltern kaufen hier nicht ein, aber ich finde das richtig, ich will euch unterstützen. Wir haben aber auch Mutter mit ihren Kindern, die Kinder rennen rum und so und können auch gleich mal, dürfen sie eigentlich nicht, aber wir geben ihnen manchmal was raus, dürfen direkt was probieren von den Süßigkeiten, von den Nüssen. Wir haben auch ältere Menschen, die sagen, hey, so habe ich früher eingekauft, ich kenne das von früher, ja, ganz normal war das. Haben wir früher ja auch so eingekauft. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir die Milch auch noch in Flaschen gekauft haben. Haben. Natürlich auch verpackt, weil die Milch kann man sonst auch nie nach Hause transportieren. Aber meine Mutter ist damals schon mit dem Einkaufskorb losgegangen und hat eigentlich auch selten Plastiktüten mitgebracht. Dieser Wandel, warum denkst du, ist der aber auch passiert? Ich glaube einfach, weil die Menschen, es ist ihnen egaler geworden, was da drin ist, was sie da eigentlich konsumieren. Sie beschäftigen sich mehr mit dem, was sie machen, weniger welche Auswirkungen es hat, was sie zu sich nehmen und welchen Einwirkungen das hat auf die Umwelt. Und es soll alles noch ganz schnell gehen und am besten auch noch voller Geschmacksverstärker sein. Und ja, es ist ihnen, glaube ich, leider egal geworden. Hm. Sind wir vielleicht auch fauler geworden? Also hilft uns dieser ganze Plastik natürlich oder das ganze Plastik natürlich auch so ein bisschen in unserer Trägheit? Ne? Total. Also es unterstützt uns natürlich. Wenn man sich die ganzen Fertigessen anguckt, Supermärkte sind heute voll, die Hälfte ist eigentlich zubereitetes Essen schon, was man nur noch aufwärmen muss. Hm. Und das ist ja dann hat auch nichts mehr mit Kochen zu tun. Hm. Selbst auf einer Käsepizza ist eigentlich kein Käse mehr drauf. Ihr habt einen Laden in Berlin, du hast ein paar Bilder mitgebracht, beziehungsweise auch ein paar Textstrecken mitgebracht, damit wir uns mal vorstellen können, wie man bei euch unverpackt einkaufen gehen kann. Da wollen wir mal ganz kurz reingucken. Wir haben fast mehr als 36.000 Einkäufe hier gehabt in dem einen Jahr. Das heißt, wir haben im Prinzip 36.000 Plastiktüten gespart, mindestens. Also allein bei Tomaten waren das über 25 Kilo. Und wenn man überlegt, wie dünn und leicht eine Plastikfolie oder eine Verpackung ist, dann ist das eigentlich ganz schön viel. Unsere Kunden sind total vielfältig, von jungen Leuten, die in der WG wohnen, bis ältere Leute aus der Nachbarschaft. Viele sind nicht so öko, wie man das denken würde, sondern denen geht es einfach um die Idee, die finden es grundsätzlich gut und die müssen das nicht durch den ganzen Lebensstil hervortun, sondern tun es, indem sie es bei uns einkaufen.
In Deutschland stehen jetzt überall in fast jeder Stadt Crowdfunding-Kampagnen für unverpackte Läden. Das ist total cool, weil wir wissen, wir haben diese Leute inspiriert und die Idee verbreitet sich echt rasant. Und nicht nur in Deutschland, eigentlich europaweit. Wir inspirieren die Leute, ja, und das ist eigentlich nicht das, was wir machen wollten. Wir wollten nur diesen einen Laden, um zu zeigen, guck mal, es geht. Aber dass wir noch so einen Einfluss hätten, das hätte ich nie gedacht und das ist wunderschön. Ich habe von euch schon mal gehört, aber ich hatte das Gefühl, dass euch auch ein paar Steine in den Weg gelegt worden sind. Oder verwechsel ich das gerade? Also es war nicht leicht tatsächlich, den Laden umzusetzen. Es hat damit angefangen, wir hatten zwar einen Businessplan, aber kein Geld, weil woher soll man das auch haben? Und dann haben wir Crowdfunding gemacht auf Startnext und haben in kürzester Zeit, wir haben 25.000 Euro eigentlich gebraucht, um einfach mal loszulegen. Crowdfunding höre ich in letzter Zeit wahnsinnig oft bei jungen Startup-Unternehmen. Für die Zuschauer, die vielleicht nicht jeden Tag natürlich leichter leben sehen, kurze Erklärung. Das heißt, es gibt da im Grunde Ausschreibungen, wo ihr eure Idee präsentiert, also präsentieren könnt. So ein bisschen wie die Höhle der Löwen. Genau. Nur, dass jeder Bürger euch finanziell unterstützen kann und vielleicht ein kleines Zugeständnis dann bekommt, indem er verbilligte Preise oder sonst irgendwas genau, bei oder euch oder wirklich Einkaufen tatsächlich einen Gutschein für den gleichen Wert. Also er vorfinanziert uns und unterstützt uns, dass es überhaupt möglich wird. Mhm. Und da sieht man halt auch, ob es eine Nachfrage gibt oder nicht. Und die war riesig. Statt der 25.000 Euro haben wir über 110.000 Euro zusammenbekommen. Respekt. Das war wahnsinnig. Wir haben uns super gefreut und haben halt mit dem Geld dann den Laden aufgemacht. Bevor wir aufmachen durften, hatten wir aber zwei große Hürden. Das war die Immobiliensuche. Jeder, der schon mal eine Wohnung gesucht hat, weiß, das ist die Hölle. Und Gewerbeimmobilien sind ungefähr 10-mal so schlimm zu finden. Und das Zweite war, man denkt natürlich sofort das Gesundheitsamt. Spielt das deutsche Gesundheitssystem damit? Darf man heutzutage eigentlich noch unverpackte Ware anbieten? Als das erste Mal wir hingegangen sind und unser Konzept vorgelegt haben, haben die uns ausgelacht und meinten, kommen Sie dann wieder mal mit dem richtigen Konzept. Und das haben wir gemacht. Wir haben uns einen Hygieneberater geholt, einen ehemaligen Lebensmittelkontrolleur, das mit uns nochmal entwickelt hat. Und dann war es so, ah ja, stimmt, das macht total Sinn, ja, machen Sie mal. Und dann war alles in Ordnung. Ihr habt auch mit weniger Ware erstmal begonnen. Das heißt, erstmal muss man sich natürlich auch ausprobieren. Was können wir eigentlich alles verkaufen? Wo habt ihr euch erstmal drauf konzentriert? Weil der Laden muss ja trotz alledem genug Angebot haben, ne, damit die Kunden kommen. Auf jeden Fall. Also wir haben angefangen nur mit 350 Produkten und ein bisschen frische Obst und Gemüse, weil das braucht man ja. Und ganz vielen Trockenprodukten, Nüsse, Müsli, was man sich zusammenmischen kann, Pasta, Reis, Süßigkeiten, Alkoholiker waren mir auch ganz wichtig. Und die haben wir auch zusammengefunden. Und erst über die Zeit haben wir noch viel mehr speziellere Produkte gefunden, haben viel mehr Kosmetik anbieten können, also Shampoos, Haarseifen, Zahnpastaersatz und das kam alles erst nacheinander, dass wir das gefunden haben. Wie bekommt ihr denn eure Sachen? Die müssen ja auch in irgendeiner Form verpackt zu euch kommen. Die beamen sich leider nicht komplett unverpackt dahin. Wir kriegen die Waren entweder angeliefert in großen Metall- oder wiederverwendbaren Behältern, die wir dann zurückschicken und die werden wieder befüllt. Das ist zum Beispiel sehr gut beim Kaffee möglich, der auch in Berlin geröstet wird. Das ist aber ein bisschen schwieriger bei Produkten, je weiter sie weg sind. In der Lieferkette, also jetzt zum Beispiel die Bananen, da können wir einfach keinen Einfluss drauf nehmen. Die kommen immer noch in der Pappverpackung. Wir versuchen aber Plastikverpackung, auch Großgebindeverpackung komplett zu vermeiden. Aber das Verrückte ist, dass ihr bei diesem Lebensmittelkonzept, also bei diesem Lebensmittelladen natürlich auch eine ganz andere Vorbereitung habt, wenn es um Einkauf geht. Oh, ja. Das heißt, auch was ihr da im Grunde genommen leistet, ist natürlich auch wirklich eine unglaubliche Arbeit, die hoffentlich auch von euren Kunden gewürdigt wird. Ob das Einkaufen bei euch auch deswegen wesentlich teurer ist, darüber werden wir uns natürlich auch unterhalten. Und wohin der Weg noch führen soll, denn ihr habt natürlich ein Ziel, das heißt, über Berlin hinaus wollt ihr natürlich im Grunde genommen erfolgreich sein und irgendwann mal die Welt erobern. Ganz genau. Weil ich glaube, Deutschland ist eigentlich schon auf einem ganz guten Weg. Ne? Genau. Also, ob das aber wirklich das einzige Land ist oder ob es noch ein paar Länder gibt, auf die wir sogar auch nochmal mit dem Vorbild, mit der Vorbildsfunktion gucken können. Ich denke, da weißt du wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Jetzt können Sie ein bisschen mehr erfahren, denn auch diese Woche ist Claudia Vogt wieder für Sie da, denn sie sitzt im Studio nebenan und ist, wie man es bei uns gewohnt ist, unter der kostenlosen, gebührenfreien Telefonnummer für Sie jetzt bis 15 Uhr zu erreichen. Das heißt, wenn Sie eine Frage haben, wenn Sie wissen wollen, wie Ihr Leben so weitergehen soll, dann nutzen Sie jetzt die Telefonnummer aus. Rufen Sie Claudia an, die freut sich.
Ja, liebe Zuschauer, ich freue mich jetzt auch wieder, die nächste Stunde für Sie da sein zu dürfen. Gerne schaue ich für Sie auch mal vielleicht in die nächsten 3 Monate, wie geht es da weiter, was sind die Monatsthemen oder auch mal in den Highlight oder auch was Beziehungsfragen anbelangt. Da bin ich die Expertin drin, Beziehungspartnerschaftsthemen, Kinder, Enkelkinder, all das bin ich jetzt für Ihre Fragen da und freue mich, Sie ein Stück des Weges begleiten zu dürfen. Und jetzt gehen wir zur Werbung, bevor es zurückgeht zu Andrea. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energie. Spirit and Business, die TV-bekannte Runenmeisterin und Autorin Stefanie Gralewski, führt Sie in die erfolgreiche Selbstständigkeit. Themen: Marketing für spirituelle Unternehmen, Beratungstechniken, Zeitmanagement. Ein All-Inclusive-Paket inklusive Übernachtung und Vollverpflegung im 5-Sterne-Hotel in Hannover. 7. bis 9. Oktober 2016. Mehr Infos unter www.kartenlegen-berlin.de. Heute gibt es wieder Insider-Informationen aus den Königshäusern und da will uns der Prinz Mario Max mal sagen, dass es auch dort ab und an ein paar Hoppalas gibt. Ich liebe ja Hoppalas, mein lieber Prinz Mario Max. Im Fernsehen gibt es nichts Schöneres, als wenn nicht alles reibungslos läuft, sondern ab und zu mal Dinge passieren, die man nicht vorhersehen kann. Und das passiert natürlich nicht nur uns, sondern das passiert auch Personen, die sehr im Rampenlicht stehen, wie die Royals zum Beispiel. Und du wolltest uns heute mal ein paar Hoppalas erzählen und uns hoffentlich auch ein bisschen zum Lachen bringen. Ganz genau, wie du richtig sagst, das amüsiert uns alle und besonders ist das Thema wieder aufgekommen, als ich vor 2 Tagen bei einem Essen war, hat dann wirklich einer der Gäste ein Glas umgekippt, das hat dann quasi den ganzen Tisch nass gemacht, dann ist eine Dame erschreckt aufgesprungen und dann ist noch ein Teller beim nächsten Herrn auf Schoß gelandet. Das passiert mir fast jeden Abend. Das passiert, wie gesagt, nicht nur uns. Ja genau, mir passiert das fast jeden Abend, da kann man sagen, bei uns ist es kein Hoppala, aber natürlich in einer gediegenen Gesellschaft kann das schon manchmal ein bisschen peinlich werden. Also hast du andere Peinlichkeiten noch für uns? Absolut. Das ist die häufigste Peinlichkeit. Ich habe auch ein kleines Ranking vorbereitet. Das hat mich hier genau schlau gemacht. Die häufigste Peinlichkeit bei den Königshäusern ist der Windstoß. Da möchte ich jetzt natürlich gleich an Königin Elisabeth erinnern, die dann öfter mal den Hut festhält. Der saust dann oft auch mal über ein Flugfeld oder über eine Militärparade wie ein UFO hinweg. Oder natürlich Herzogin Kate, die immer sehr süße Kleidchen trägt. Und da hat dann der Windstoß ganz andere Folgen, nämlich dass dann ihr Allerwertester mit dem von Kipper verglichen wird, wo auch ab und zu ein Windstoß vorkommt. Und das sieht man ein bisschen zu viel für eine königliche Prinzessin oder deren Schwester. Ja, wobei es gibt natürlich auch ein paar schöne Bilder. Wir kennen alle ein Bild. Ich meine, sie war keine Königin, vielleicht auch ein klein wenig Marilyn Monroe. Ich meine, das bekannteste Foto von ihr, oder? Was der Windstoß da mit ihrem Rock gemacht hat. Absolut. Also der Windstoß, der bringt dann auch natürlich viele Fantasien zum Laufen. Bei den Königshäusern ist es so, dass sie den Windstoß eher nicht wünschen. Und Kate hat jetzt tatsächlich eine eigene Bedienstete, eine Kammersofe, die immer ganz nah daneben geht und guckt, wenn Windstoß kommt, dass sie auch ganz schnell mal ihren Hinweis gibt oder sich vorstellt, dass man nicht sieht, wenn das Kleid ein bisschen hochflattert. Bleiben also, wir doch mal ganz kurz im englischen Königshaus, weil ein Mann, der im Grunde genommen ja für Peinlichkeiten immer sorgt, ist der Ehemann von der Queen, der Prinz Philipp. Naja, es ist so, dass er einfach sehr humorvoll ist. Also in dem Sinn Peinlichkeiten, naja, er nimmt sich kein Blatt vor den Mund, was er halt wirklich macht. Er nimmt die Dinge beim Namen und wenn ihn was nervt, dann sagt er das auch. Er ist jetzt nicht unbedingt der größte Freund von Presseterminen und sagt es auch mal so, dass es die Presse wahrnehmen kann, weil wenn das Mikrofon schon natürlich über dem Kopf schwebt,
müsste er sich im Plan sein darüber, dass das auch aufgenommen wird. Und dann sagt er erstmal schön, nein, was hat denn diese Bande da wieder hier zu tun? Ich hasse das. Und das ist natürlich dann immer wieder das Hoppala, dass das auch an die Öffentlichkeit tritt, was er sich wirklich denkt. Ich finde natürlich auch wieder eine erfrischende Ehrlichkeit, weil gerade in den Diplomaten wirklich wird ja alles genau überlegt, was gesagt wird und was nach außen kommt. Und Prinz Philipp steht da drüber, der sagt, ich sag, was ich will, ich denke mir da gar nichts dabei. Und das finde ich ganz lustig. Und von wegen Hoppalas ist noch so ein weiterer Meister, der sich sehr viel erlaubt, natürlich ganz viele andere noch. Und zwar bei Prinz Charles passieren immer wieder Hoppalas auf dem Pferd und leider endet sie dann ab und zu im Spital. Und der Arme bringt sich dann beim Polospielen auch wieder mal einen Knochen. Aber es gibt natürlich weitere. Du hast ja von einem Ranking erzählt, mein Lieber. Was war, kannst du den peinlichsten Hoppala, den du heute vorbereitet hast, schon mal erzählen? Ja, absolut. Also der peinlichste Hoppala, das ist sicher der Fall, muss man schon sagen, oder das Stürzen. Und das hat es jetzt bei mehreren Königshäusern gegeben. Da ist nämlich dann wirklich das ganze Protokoll durcheinander. Man muss sich das so vorstellen. Der offizielle Staatsjet landet. Der rote Teppich ist aufgebaut und geht die Treppen hinunter von diesem hohen Flugzeug. Das ist ja 5-6 Meter hoch, der Ausstieg. So, dann spazieren die Royals da hinunter und landen dann wirklich purzelt auf diesem roten Teppich, wo die Militärparade und der Präsident wartet. Dazu sind noch die Live-Kameras drauf gerichtet und die ganze Welt guckt mit. Und im Endeffekt ist das dieser Moment, wo allen eigentlich der Atem stecken bleibt und jeder nur hofft, dass ihm nichts passiert ist. Dann stehen die meisten ganz schnell auf mit Hilfe von irgendeinem Militärgeneral und laufen dann weiter. Also das ist beim Ranking natürlich das absolut Schlimmste. Das absolut Häufigste sind die Windstöße. Und das Lustigste, das sind die UFOs von Königin Elisabeth, manchmal wieder ihre Hüte quer über die Rennbahn in Ascot fliegen, beziehungsweise wenn sie im Buckingham Palace einen Tee gibt, dann gibt es natürlich da auch oft zu der Zeit, wo das passiert, im Herbst oder im Frühling, eine fette Windböe und dann fährt dieser Hut quasi über die Schlossmauern hinweg, ganz weit hinein nach London und da muss wirklich ein Polizist dem nacheilen, weil es ist eben ein Stück ihrer Majestät der Königin, um diesen Hut dann wieder zu ergattern und wirklich mit Touristen auch zu argumentieren und sagen, das ist der Hut der Königin, geben Sie den sofort zurück, der ist nicht vom Himmel geflogen. Also es sind auch immer lustige Momente in England, die sehr oft passieren. Das finde ich lustig, das gefällt mir. Und vor allem die UFO-Sichtungen, die du gerade angesprochen hast, das finde ich auch richtig gut. Können sich sehr leicht in England erklären lassen. Und dann, was ganz häufig ist, sind natürlich die sogenannten Hoppalas der fremden Kulturen, die sind eigentlich, sollte man mit viel Verständnis hinzukommen. Aber jetzt muss man sich mal vorstellen, Prinz Charles weiß, seine Herzogin Camilla durch die Welt kommt auf einer fernen Insel an, die einst eine englische Kolonie war. Und dort gibt es dann einen Nackttanz, wo die Busen heraus sind und da wird quasi Hula-Hoop getanzt ums Feuer. Und dann weiß Prinz Charles natürlich auch nicht so recht, wo er jetzt Presse- und mediengerecht hingucken darf. Darf er jetzt auf den Tanz gucken oder doch beschämt zum Boden gucken? Andere Kulturen, andere Gebräuche, natürlich andere Kleidungsvorschriften. Da ist oft das Baströckchen nämlich alles, was getragen wird. Und genauso bei anderen Esskulturen, wenn Königs unterwegs sind, dann sind sie natürlich auch bei Essen eingeladen. Und dann gibt es dann ganz spezielle Gerichte, ob das jetzt in Australien die berühmten Buschgerichte sind, von den Ureinwohnern oder natürlich in anderen Staaten. Also da tut sich eben auch viel Spannendes und damit muss man auch umzugehen wissen. Da ist dann am besten Augen zu und durch, schön durchbeißen wie im Dschungelcamp und genießen wie beim Big Fat Greek Wedding und das Ganze einfach mit Humor sehen und immer schön weitermachen und lächeln. Ja, aber genau so ist es ja im Grunde genommen. Das sind die Momente, die auch die Royals wieder so sympathisch machen, wenn sie eben dann auch mal über sich selber lachen können. Und ich finde das immer ganz menschlich eigentlich, denn Fehler können ja Gott sei Dank jedem passieren und müssen auch jedem passieren. Absolut richtig. Also ich sehe das ganz genauso wie du. Diese Fehler, die machen Royals menschlich greifbar und man sieht einfach, das sind keine reine Diplomatie-Marionetten, sondern wirklich ein Mensch dahinter. Und man muss eins sagen, es passieren ja eigentlich den Royals, weil die halt so viele Termine haben, 600-700 Termine im Jahr, relativ viel öffentliche Hopper. Das Hollywood-Stars leben sehr versteckt mit Personal hinter dicken Mauern in Beverly Hills. Die sieht man oft nur einige Male im Jahr bei offiziellen Anlässen. Royals sind jeden Tag in der Öffentlichkeit und da muss man sagen, machen sie es verdammt gut, wie wenig Hopperlers passieren. Im Endeffekt für 700 bis 800 Termine im Jahr. Hut ab, kann ich nur sagen. Absolut. Hoffentlich nicht gut, fliegt ab. Bei Elisabeth.
Eigentlich hätten wir heute eher über das Einkaufverhalten der Royals mal sprechen sollen, nämlich ob die überhaupt noch mal selber zum Einkaufen gehen oder ob man die eher seltener in den Supermärkten antrifft. Denn heute geht es ja im Grunde genommen um, bitte? Ja, sie lieben Einkaufen gehen über alles. Es wird sehr selten freigegeben vom Sicherheitsdienst. Das heißt, die haben einen großen Sicherheitsapparat, der erlaubt es wirklich sehr, sehr selten, dass Royals einkaufen gehen. Sie lieben es über alles. Ich gebe noch kurz zwei Beispiele. Königin Margrethe von Dänemark, wenn die im Schloss ihres Gatten ist, und zwar Prinz Henri, der ist ja Franzose und hat ein schönes Landschloss in Frankreich. Wenn die dort ihren Sommerurlaub verbringen, dann geht sie dort immer zum Markt und gibt das alles in ihr Körbchen und kauft selbst ein. Das liebt sie über alles und das ist dort möglich, weil es sehr sicher ist. Und das Zweite, Prinz Willem und Herzogin Kate, wenn sie wo am Land sind, dann gehen die auch sehr gerne in den lokalen kleinen Einkaufsladen und machen dort ihre Einkäufe. Das heißt, wann immer es der Sicherheitsdienst freigibt, machen die das nicht lieber als das. Das normale Leben ist die große Sehnsucht der ständig behüteten und mit Personal gepamperten Royals. Die lieben nichts mehr, als mal da ein bisschen rauszusneaken und ihre Freizeit zu haben und mal alleine wo einkaufen zu gehen und wirklich auch das Gemüse am Markt in die Hand zu nehmen. Genau. Wann immer und es klappt, lieben sie es. Und ganz wichtig, alles ins Körbchen zu packen und auf Plastik natürlich auch zu verzichten. Mein lieber Prinz Mario Max, ich sage herzlichen Dank für diese schönen Stolpersteine, die auch manchmal den Royals in den Weg gelegt werden. Und wünsche dir alles Liebe. Wenn man dich erreichen möchte, auch du bist natürlich über unseren Partner Questico zu erreichen. Ganz genau. Und da können wir auch so einige Stolpersteine aus dem Leben gemeinsam vielleicht wegschaffen. Das hast du schön gesagt. Ah, das hast du schon gesagt. Mein Lieber, lass es dir gut gehen. Bis nächste Woche. Ich freue mich. Danke. Bis nächste Adios. Woche. Ciao, tschüss, meine tschüss, Lieben. Tschüss, tschüss. Jetzt können Sie sich mit Claudia Vogt auch die Stolpersteine wegräumen lassen oder von ihr vielleicht auch wegräumen lassen. Denn Sie können sie jetzt erreichen unter der eingeblendeten Telefonnummer, wie immer, wenn wir bei Leichter Leben jemanden im Studio nebenan sitzen haben. Kostenlos. Das heißt, der Anruf kostet Sie nicht einen Cent. Dass Sie wieder befreit und glücklich nach vorne schauen können, das ist mein Ziel und darin sehe ich auch meine Berufung. Egal, ob es jetzt um Liebe geht, um Partnerschaftsfragen, Kinder, Enkelkinder, Finanzen oder die Berufung, Spiritualität, bin ich jetzt von Herzen für Sie da und freue mich auf Ihren Anruf. Und ich gebe zurück. Danke. Anne Zwiener ist bei uns. Du hast heute auch schon gearbeitet bei AstroTV, oder? Nein. Hast du heute noch nicht? 15 Uhr ist meine erste Sendung. Ach, das heißt, gleich im Anschluss an Leichter Leben kann man dich wieder anrufen. Genau. Ich freue mich immer, wenn du da bist, ja. Aber heute, da wollen wir mal wirklich auch so ein bisschen dein Leben mal durchleuchten. Denn das ist ganz schön spannend eigentlich, was du bisher in deinen jungen Jahren schon so mitgemacht hast. Und zwar seit der Geburt an, ne? Mhm. Die wenigsten vielleicht wissen sogar, dass du ein Adoptivkind bist. Das heißt, dass du in... erzähl mal selber. Also wir haben schon mal über Leichter Leben vor einem Jahr drüber gesprochen. Und ich bin halt mit 1,5 Jahren ausgesetzt worden in Korea und bin dann mit 2,5 Jahren adoptiert worden von deutschen Eltern. Also nach Berlin bin ich gekommen. Das heißt, aus Korea nach Deutschland geholt. Also du hast die ersten Jahre deines Lebens in Korea verbracht. Genau, also 1,5 Jahre, genau. Ja, hast du da noch eine Bindung zu diesem Land auch? Nee, also gar nicht. Also man hat mir immer versucht, das Land noch nahe zu bringen, als ich Kind war. Aber ich denke, durch mehrere Traumas, die ich auch mitgenommen habe, macht man vielleicht auch so eher zu. Ne? Ja. Und ich bin auch ja eher so mit deutschen Sachen aufgewachsen, mit deutschen Geschwistern aufgewachsen. Und dann war das ja natürlich auch relativ schwierig, die Kultur irgendwie beizubehalten. Du hast was ganz Besonderes mitgebracht, nämlich ein Büchlein. Und dieses Büchlein hat aber auch eine ganz besondere Bedeutung für mich für heute. Dich, ja. Und zwar, als ich ausgesetzt wurde, war ich kurz in so einem Heim in Korea. Und dann hat mich noch mal so ein älteres Ehepaar aufgenommen. Die konnten mich aber nicht behalten, weil sie halt sehr alt waren. Und die haben mir halt die Bergpredigt mitgegeben nach Deutschland und halt auch so ein paar Kleidungsstücke. Und es war halt wirklich erst ganz, ganz spät in meinem Leben, wo ich mich mit dieser Bergpredigt sehr, sehr doll beschäftigt habe. Und wo ich gemerkt habe, dass Gespräche mit mir halt Menschen etwas bringen. Also durch meine Stimme übertrage ich eine bestimmte Energie. Und das ist halt die Christusenergie. Und er hat ja damals in der Bergpredigt die Menschen selig gesprochen, beziehungsweise sich in dieser Bergpredigt ganz stark um die Menschen gekümmert, denen es nicht gut geht. Also dafür war die Bergpredigt ja da.
Und das spiegelt sich halt mit meinem heutigen Beruf wieder. Also kann man wirklich sagen, es ist dir in die Wiege gelegt worden. Ja. Ne? Also ja. Im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Es ist in Englisch und Koreanisch geschrieben. Mhm. Koreanisch ist wahrscheinlich für dich genauso zu lesen wie für mich. Nämlich genau, gar nicht, oder? Nämlich gar nicht, genau. Das heißt, hast du also wirklich gar keinen Bezug und hast du auch gar nicht den Wunsch mal, eigentlich deine Wurzeln oder das Land, aus dem du ursprünglich kommst, kennenzulernen? Oder sagst du, nee, es ist ja Deutschland? Ja, es ist für mich halt ein Fass ohne Boden mit der Suche. Das bedeutet, wenn man ausgesetzt wird oder damals wurden mehrere Babys ausgesetzt, dann gibt es eigentlich gar nichts mehr von dir. Du kriegst auch nur eine Nummer die erste Zeit und irgendwann kriegst du vom Staat einen Namen. Du wusstest ja auch gar nicht genau, wann du geboren bist. Das heißt, du hast eigentlich gar kein richtiges Geburtsdatum, das du genau. zwar dann schon irgendwann bekommen hast, aber ob es stimmt? Genau, eben. Und da hast du halt wirklich so verschiedene Unsicherheiten auch mitgebracht. Und ich hatte zum Beispiel eine riesen Brandnarbe am Bein und auch heute der Finger ist ja auch nicht ganz okay. Das sind halt Dinge, die hatte ich ja schon mitgebracht. Und da muss ein Trauma hinterstecken. Und ich glaube, ich habe eher als Kind gesagt, nein, das ist schön hier in Deutschland. Ich weiß, was Sauerbraten ist, ich weiß, was Schweinebraten ist. So Glasnudeln mache ich zum Beispiel gar nicht. Ja? Also, ne? Also meine Adoptiveltern haben aber wirklich sich dafür eingesetzt, dass ich die Kultur nicht vergessen kann. Sie sind zu mir auf koreanische Basare in Berlin gegangen. Und ich hatte aber nie wirklich das Interesse daran. Hast du dir Gedanken gemacht, warum? Also, und fehlt dir das manchmal, dass du eben nicht genau weißt, wer deine wahren Eltern sind? Also wer dich wirklich auf die Welt gebracht hat? Ich kann das gar nicht so genau sagen. Also es fehlt mir nichts, weil ich halt keine Erinnerungen habe. Was mir halt manchmal schwerfällt, die Probleme, die man halt aus der Kindheit mitbringt und nicht mehr weiß, sind sehr schwierig. Also du bist wieder auf der Suche. Du bist eigentlich dein ganzes Leben auf der Suche irgendwie nach dir selber. Und ich erkläre das mal mit einem kleinen Beispiel. Wenn ein Kind ganz normal bei den Eltern aufwächst und irgendwie mit einem halben Jahr vom Wickeltisch fällt. Und mit 16 Jahren kriegt das Kind Höhenangst. Dann sagt die Mutter, oh, mir fällt was ein. Du bist da mal vom Wickeltisch gefallen und das könnte deine Höhenangst erklären. Dann geht das zum Beispiel zum Psychologen und der sagt, ja, also da ist die Verbindung und dann ist das schnell wieder zu heilen irgendwo. Mhm. Und bei mir ist es halt so, ich bringe Schwierigkeiten mit und da geht es dann viel um vielleicht Unsicherheit oder wirklich dieses Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, was sich jetzt halt, also mit 40 Jahren hat sich sehr, sehr stark gebessert, ja. Heute ist es sehr, sehr gut und das ist auch punktuell mein Thema in meinen Beratungen, ja, dass die Menschen wirklich auch wieder irgendwo ihre Stärke und ihr Bewusstsein wiederfinden können. Ist man trotzdem verwurzelt? Also sowas wie ein Heimatgefühl zum Beispiel. Hast du das entwickeln können oder sagst du, auch da merkst du so richtig? Also hier für Deutschland schon. Ja? Also ich bin wahnsinnig stolz zu sagen, ich kann Sauerbraten machen, ich kann aber jetzt wirklich gar nichts Koreanisches kochen. Ja? Aber das meine ich gar nicht, sondern wirklich auch so dieses Gefühl zu haben, dass man trotzdem ein Exotier ist, dass man ja trotz alledem eine andere Geschichte hat als viele im Umfeld. Auch in der Schule hatte man ja eine andere Geschichte. Also hattest du damit Probleme oder? Also früher hatte ich Probleme und heute bin ich sehr stolz darauf, weil ich einfach zu dem geworden bin, was ich heute bin. Und deswegen, jede Lebensgeschichte baut sich ja wirklich durch viele Dinge auf. Und deswegen, heute kann ich es ja mit der Entwicklung ganz anders sehen, ja. Mhm. Aber früher in der Schule und so hatte ich schon arge Probleme. Es ist sehr, sehr spannend. Also gerade spannend finde ich natürlich auch, dass man dir die Bergpredigt wirklich in die Wiege gelegt hat, dass es immer noch ein Büchlein ist, das dich seit deiner Geburt wirklich begleitet und das dich auch so ein klein wenig auf diesen spirituellen Bereich natürlich gestoßen hat, wenn auch ein paar Jahre später. Wir werden heute noch ein spirituelles Tischgespräch miteinander führen. Da beziehen wir Milena natürlich auch ein, denn die ist zwar keine Beraterin, aber ich glaube, wenn man sich mit Nachhaltigkeit und bewusstem Leben auch beschäftigt, dann glaube ich, kann man auch gut an einem spirituellen Tischgespräch teilhaben. Auf jeden Fall kann ich was lernen. Ja, vielleicht können wir auch von dir noch lernen. Können wir ja heute zum Beispiel auch in der Sendung. Gehst du einkaufen plastikfrei? Nein, ich würde gern manchmal aus Zeitproblemen gehe ich natürlich auch einfach irgendwo hin. Ja? Ich wohne aber sehr ländlich nun auch. Ich gehe aber auch zu unseren Bauern, ja? Also wenn ich mal irgendwie frische Sachen brauche und da ist schon mal die Verpackung auch nicht da. Aber ich reg mich jedes Mal zu Hause auf, was für Berge an Müll ich jeden
jede Woche irgendwie entsorgen muss. Und wir können im Grunde genommen alle wirklich ab jetzt sofort daran arbeiten. Und wenn es nur ein kleiner Teil ist, den wir vielleicht wieder aufmuntern zu sagen, ja, lasst uns wieder bewusster vielleicht auch mal wirklich in Richtung Supermarkt schlendern, dann ist es ja schon mal was ganz Gutes. Jetzt können Sie ein bewusstes Gespräch führen mit, stimmt doch, oder, mit Claudia? Auf jeden Fall, sagt Danny. Unter der eingeblendeten Telefonnummer ist sie nämlich zu erreichen bis 15 Uhr. Also nutzen Sie die Zeit noch aus. So, ganz viele tolle Gespräche und auch jetzt gerade in dieser Beratung geht es zum Beispiel einfach um Muster aufzulösen, was man so in sich trägt durch alte Verletzungen. Und wenn da bei Ihnen auch was ist, da gucken wir gerne mal rein, warum kann denn der Partner nicht kommen oder warum funktioniert meine bestehende Beziehung nicht. Da schaue ich gerne mal auch in die Tiefe rein und ich freue mich noch auf weitere gute Gespräche und gebe zurück. So, einkaufen. Darum, hoppala. Hallo? Aber die Claudia war bei uns im Studio. Spooky. Bewusstes Einkaufen, darum geht's heute mit Milena Glimbowski, die vor mittlerweile 20 Monate ist es her? Wie lange? 2 Jahre. Vor 2 Jahren haben wir eröffnet. 2 Jahre. Gibt es jetzt unverpacktes Einkaufen hier in Berlin? Wart ihr die Ersten, die auf die Idee gekommen seid? Nee, wir waren nicht ganz die Ersten. Es gab tatsächlich in Deutschland vorher einen anderen, der vor uns aufgemacht hat in Kiel. Aber wir waren die Lautesten und ich glaube auch die Besten, sage ich mal. Weil wir haben gesagt, wir wollen das nicht nur für eine Nische, die schon eh bewusst nachhaltig einkauft, sondern wir wollen das der breiten Masse zugänglich machen. Wir wollen, dass jeder und jeder Mensch das einfach machen kann und sich auch angesprochen fühlt. Und haben es ein bisschen cooler, ein bisschen moderner aufgezogen. Und daher, glaube ich, sind wir so ein bisschen die Lautesten gewesen. Das ist gut, dass ihr laut seid, denn wir müssen manchmal auch laut schreien, um gehört zu werden. Und wenn wir gerade auch nochmal Annes Satz uns überdenken, nämlich manchmal bin ich einfach zu bequem. Bequemes Einkaufen ist es natürlich nicht bei euch, ne? Nee, gar nicht. Also man muss schon ein bisschen mit überlegen. Man muss zum Beispiel überlegen, was will ich vorher einkaufen. Spontankäufe sind da eher selten. Ich muss Gläser mitbringen, Flaschen, Verpackungen und also Mehrwegverpackungen, Jutebeutel. Aber man kann sich auch angewöhnen, bestimmte Sachen immer dabei zu haben. Ich habe immer so 2 Jutebeutel dabei oder auch kleine Stoffsäckchen, wo ich dann die trockenen Lebensmittel auch einfach abfüllen kann, damit ich kein Glas brauche. Ja. Man muss wissen, was man braucht. Aber auch da wieder das Gute, man spart Geld, weil man nur das kauft, was ich tatsächlich brauche. Ich muss alles frisch kochen und ich spare am Ende des Tages auch wieder Geld, weil wir die Verpackung, das ganze Marketing fällt ja weg. Und dadurch können wir die Produkte billiger anbieten. Also sie haben die gleiche Bio-Qualität wie im Bio-Supermarkt, aber sind preiswerter. Mhm. Man hat manchmal natürlich auch ein bisschen Angst. Du hast hier zum Beispiel mal so eine Rolle Klopapier mitgebracht. Ja? Das erinnert mich sofort an meine Schulzeit, an dieses graue, harte, ekelhafte Klopapier, das eigentlich auch nie was gebracht hat in irgendeiner Form. Dann habe ich das angefasst und ich muss sagen, das ist echt richtig schön weich. Also es ist überhaupt gar kein Vergleich mit diesem Grauklopapier. Allerdings, da gibt es natürlich Produkte, wo man sagt, da muss man schon echt tiefer in die Tasche greifen. Genau, also das ist jetzt Bambustoilettenpapier zum Beispiel. Es ist nachhaltiger, weil es schneller nachwächst und die Bäume nicht dadurch zerstört werden. Nämlich Bambus wächst einfach nach. Genau, aber das ist auch eines der wenigen Produkte, wo man tiefer in die Tasche greifen muss. Die anderen sind tatsächlich so, dass sie mehr oder minder mithalten können. Mhm. Mit den konventionellen Produkten, die wir so konsumieren. Jetzt hast du Hygiene natürlich auch schon angesprochen. Wir alle kennen vor allem gerade beim Einkaufen in den großen Supermärkten die Brotabteilungen, wenn dann die Brötchen da locker leichter irgendwo rumliegen. Und man sieht doch den einen oder anderen Kunden, der 2, 3 Brote mal kurz anfasst, um zu gucken, ist das auch weich genug oder nicht weich genug. Also Hygiene, bei euch ist ja auch alles offen. Also wie könnt ihr das kontrollieren? Wir sind ein recht kleiner Laden, wir haben also eine gute Übersicht. Wir fangen immer alle Kunden und Kundinnen ab, erklären ihnen, wie funktioniert das Konzept. Wir haben Behälter, wo man mit einer Zange reinfassen kann. Und die meisten losen Produkte sind in sogenannten Dispenser. Dann zieht man am Hebel und da kommt was raus, da kann man gar nicht reingreifen. Das war uns nämlich auch genau wichtig, dass das nicht passiert. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist wirklich, dass da, wo die Gummibärchen sind, dass die Kinder, die Eltern nicht aufpassen, die Kinder so, geil, Gummibärchen und greifen in den Mund. Das ist so das Schlimmste, was passieren kann, was vielleicht in den 2 Jahren 2, 3 Mal passiert ist. Ja, gut, sowas passiert aber wahrscheinlich auch tagtäglich irgendwo in irgendwelchen Jahrmärkten oder sonst irgendwas. Da gibt es ja auch ganz oft Gummitiere, die angeboten werden, die man einfach auch dann, oder im Kino. Genau. Auch ganz oft. Ne? Wohin soll denn der Weg gehen? Also was ist denn so ein bisschen euer Ziel? Wir wollen eigentlich, dass man
unverpackt einkaufen kann, überall in Deutschland und am besten auf der Welt. Und das haben wir insofern schon ein bisschen bewirkt, indem uns andere Läden nachgeahmt haben, was in unserem Fall aber super ist und positiv, weil jetzt kann man in fast allen großen deutschen Städten unverpackt einkaufen. Wir wollen aber auch, dass der ganze Zero-Waste-Lifestyle, also einmal, dass man ohne Müll lebt, also gar keinen Müll produziert in seinem Haushalt und auch Sachen selber herstellt, wie Zahnpasta oder Deo. Ich habe jetzt selbstgemachtes Deo dran und merkst du was? Nein, es duftet gut. Danke. Also, nein, aber Sachen genau. Natürlich wieder auch wieder da, wieder zurück, ne? Zurück im Grunde genommen zum Ursprung, Sachen selber zu machen, aber auch da wieder weg von der Bequemlichkeit, weil es ist natürlich einfacher, eine Zahnpasta kaufen genau. zu gehen. Aber es macht mir Spaß und ich kann auch da wieder Geld sparen und ich weiß, was einfach in meinen Produkten drin ist. Wenn ich überlege, die Haut, das ist das größte Organ von allen eigentlich und ich packe da immer irgendwelche Cremes drauf und Zeug, wo ich gar nicht weiß, wo das herkommt, was da drin ist, weil ich das gar nicht verstehe und das würde ich ja meinem Körper auch nicht zutun wollen. Deswegen, eigentlich ist es super gut zu wissen, was man da eigentlich für Chemikalienmittel verwendet und deswegen selber machen. Also ich glaube, dass wir wahrscheinlich jetzt nicht jeden bewegen können, wirklich so bewusst einkaufen zu gehen. Aber was ich ja mittlerweile wirklich als Trend ganz gut finde, ist, dass auch die großen Lebensmittelketten keine Tüten mehr so mitgeben oder Lebensmittel ja so und so schon nicht mehr, aber auch wirklich normale Einkaufsläden, wo man, wenn man Schuhe kauft, halt auch die Tüte nochmal extra bezahlen muss, sodass der Verbraucher sich schon auch mal Gedanken macht. Genau. Gebe ich jetzt noch 10 Cent für die Schuhe aus, die mich schon 100 Euro gekostet haben. Und da ist es nämlich so lustig, dass sie daran sparen. Genau, aber weil da merken sie, ah, es ist doch was wert. Wir haben zum Beispiel für Kunden, die nichts mitgebracht haben, wir verkaufen Einwegpapiertüten, aber wir verkaufen sie. Wir geben sie nicht kostenlos raus. Wir erklären das so. Man schätzt dann diese Ressource, weil du hältst eine Ressource in deinen Fingern. Es wurde Energie aufgebraucht, sie herzustellen. Und was viele gar nicht wissen, Papiertüten sind von der Ökobilanz nur einmal verwendet werden, viel schlechter als Plastiktüten, weil man viel einen höheren CO2-Abdruck hat. Ich glaube, wir können die Welt nicht wirklich hundertprozentig verbessern, aber wir können vielleicht wirklich mal wieder ans Bewusstsein appellieren und sagen, okay, sind die kleinen Schritte und die machen ja auch schon Sinn. Total viel. Die eine Plastiktüte, die ich heute einspare, wird nachher nicht im Meer landen, nicht in den Magen eines Fisches oder Vogels, den ich vielleicht später esse. Also es findet immer wieder seinen Weg zu mir zurück. Absolut. Weg von der Bequemlichkeit. Ich glaube, die Anne-Zwiener, die wird auch darüber nachdenken. Ob sie. Ich habe einen ganz anderen Gedanken, weil ich mag ganz viele verschiedene Dinge essen. Und ich würde da hingehen und würde mir voll viele verschiedene Dinge kaufen. Da muss ich nicht, also Supermarkt ist ja so, du kannst entweder mit 500 Gramm. Genau, du kannst es dir selber raussuchen. Und ich kann mir selber raussuchen, wie viel ich von was haben will. Und dann habe ich ja eigentlich alle meine Gelüste befriedigt. Absolut. Genau. Ganz genau. Hier mal, da mal, das war da so mal. Meine Überlegung. Ja, ja. Kleiner Vielfraß, die Anne. Ja, genau. Okay, kurze Pause. Danach geht's weiter hier mit dem spirituellen Tischgespräch. Du möchtest wissen, was deine Zukunft bringt? Mit der Fortunica-App findest du die Antworten zu all deinen Fragen. Schreib mit echten Beratern und erfahre, was deine Zukunft bringt. Hol dir jetzt die kostenlose Fortunica-App für dein Smartphone. Fortunica, dein täglicher Begleiter für spirituelle Fragen. www.fortunica.de. So, willst du die Karten selber mischen, Anne? Ja. Sind aber ganz schön viele. Ich mische sie dir schon mal vor. Oder ja. Ich mache dir einen Stapel. Ach nee, such dir einfach die Karten aus, die du haben möchtest. Ich mache einfach so einen Fächer jetzt hier, ne? Ah, auch eine schöne Und dann Idee. Eine? Mal. Ja. Die erste erstmal. Ach, die gefällt mir schon sehr gut, die Frage. Glaubst du, du wirst mit 70 noch Sex haben? Ein spirituelles Tischgespräch. Nein. Nein? Nein. Warum? Weiß ich nicht. Ich glaube es nicht. Mit 70? Nein. 70 ist die neue 60 oder vielleicht sogar die neue 50. Nimm mal eine andere Frage, bitte. Milena, glaubst du, dass du mit 70 noch Sex? Oh ja. Es wäre wünschenswert, oder? Wir nehmen eine andere Frage. Wir nehmen jetzt eine andere, ne? Du hast sie selber gezogen. Das sind Fragen, die du dir ziehst, die man dir stellen soll. Wen erwartest du als Ersten zu sehen, wenn du stirbst? Alle, mit denen ich dieses Leben verbracht habe, die schon vor mir gegangen sind. Das ist eine schöne Vorstellung, ja. Dass man sich irgendwie... Also ich habe von meinem Vater auch live mitbekommen, als er am Sterben lag, hat er seine Eltern schon begrüßt und hat die immer schon so gesehen, mit denen gesprochen. Und dann war er wieder bei uns und dann war er wieder in einer anderen Welt. Und da habe ich irgendwie gar keine Angst mehr vorm Sterben gehabt.
Wie, Lina? Also ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie Steve Jobs persönlich dastehen wird und mich an der Pforte empfangen, mir die Hand schütteln und sagen, gut gemacht. Der Begründer von Apple. Mhm. Oder so eine ähnliche Persönlichkeit. Also irgendjemand, der auch eine wirklich großartige Idee hatte und dir einfach auch nochmal sagen möchte, auch so, euer komm, wir müssen noch ein bisschen was bequatschen, wir können noch ein bisschen was regeln. Das finde ich cool. Ja. Und ihr könnt von da oben die Welt noch weiter verbessern. Ja. Steve Jobs auf eine andere Art und Weise als du, aber der hat auch, ihr macht beide das Leben leichter wieder. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich Steve Jobs als erstes sehen möchte, wenn ich nenne drei Eigenschaften, die dich treffend charakterisieren. Stark. Tiefgründig. Und manchmal ein bisschen verrückt. So. Sind wahrscheinlich auch Eigenschaften, die deine Freunde von dir nennen würden. Glaube ich schon, ja. Wenn sie dich beschreiben müssten, mhm, ne? Oder dürften. Melina, drei Eigenschaften. Klein. Klein, klein, klein. Ja. Nein, klein, größenwahnsinnig dafür und dominant. Aber selbstkritisch. Ja. Was ist dir in deinem Leben völlig fremd? Alle Sachen mit Gewalt. Also damit kann ich mich einfach überhaupt nicht so, wie soll ich sagen, das ist mir für mein Leben fremd, ja. Hast du auch keine Erfahrungen machen müssen bisher, also mit dem Thema? Doch, aber nur einmal musste ich das machen. Meine erste große Liebe, mit der war ich 4 Jahre zusammen, dann hat er mir eine geknallt. Und ich bin von heute auf morgen sofort ausgezogen, weg. Und danach war das Thema für mich durch, danach ist es nicht mehr passiert. Also einmal in meinem Leben ist es passiert, aber richtig gemacht. Dann war es fertig. Ja, das ist auch gut so. Ist dir was im Leben völlig fremd? Ich verstehe nicht Ignoranz, ich verstehe nicht, wie man sich nicht in andere Menschen reinversetzen kann und durchlebt und mitfühlen kann. Also Mitgefühl finde ich ganz, ganz wichtig. Wenn Leute das nicht haben, das verstehe ich nicht. Auch schön. Gibt so viel im Grunde genommen, ne, was einem fremd ist. Und schwierig, nur zwei Sachen oder eine Sache sagen zu können. Was glaubst du, ist die Seite deiner Persönlichkeit, an der du noch am intensivsten zu arbeiten hast? Ich bin manchmal launisch. Ja, ja, schon. Im Ernst? Ja. Ich hab dich noch nie irgendwie übel, also noch nie launisch irgendwie erlebt. Doch, aber ich habe schon so manchmal Stimmungsschwankungen, wo ich mich dann wieder zurückholen muss oder andere Menschen mich zurückholen. Freunde so, ne? Mhm. Doch, da würde ich gerne noch dran arbeiten. Okay. Aber ich finde, ihr seid sehr, sehr, also selbstkritisch mit euch selber. Gibt es irgendetwas? Ich bin perfekt, also jetzt, wo du es sagst. Ja, vielleicht an deiner Dominanz. Ja, vielleicht. Ich bin ungeduldig, ich will immer alles sofort, zu gestern am besten. Das ist tatsächlich etwas, woran ich arbeiten muss. Bist du wieder? Ja. Ja. Ne? Ist ja ganz klar. Kann die Arme nichts für. Würdest du eine Reinkarnationstherapie machen? Ja. Hast du schon eine gemacht? Nein, aber ich würde es machen. Wobei ich persönlich finde, man sollte es nicht einfach mal nur so aus Neugier machen. Also es sollte ein Grund dahinter sein. Also ich würde mich jetzt nicht irgendwo hinsetzen und auf einmal erzähle ich dann irgendwas von früheren Leben, was ich heute ja gar nicht brauche vielleicht. Mhm. Ja? Vielleicht war ich was ganz Böses. Und wenn es für mich nützlich ist, dann würde ich es definitiv machen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es klingt spannend. Zurück in deine früheren Leben geführt zu werden. Jetzt, wo du es gerade gesagt hast, ich glaube nicht. Ich hatte Angst, dass es mich viel zu sehr beeinflusst, die ich heute bin. Glaubst du an Reinkarnation? Nicht wirklich, aber wenn ich so eine Erfahrung machen würde, hätte das ja einen Grund. Und ich möchte nicht weitere Einflüsse haben, die mich jetzt so beeinflussen könnten. Aber ich finde, das war sehr vernünftig, was du gesagt hast. Nämlich generell mit dem Leben, auch mit sich selber, eben nicht einfach so Larifari umzugehen, sondern wirklich zu sagen, okay, gibt bestimmt Situationen bei dem einen oder anderen, wo es hilfreich war. Genau. Aber es ist keine Achterbahnfahrt eigentlich. Ne? Mhm. Anne Zwiener, das war sehr spannend mit dir. Du bist jetzt gleich für unsere AstroTV-Zuschauer da. Von 15 Uhr bis 17 Uhr. Bis 17 Uhr können Sie mit Anne Zwiener weiter über die Welt philosophieren. Oder genau, natürlich schon mal die Fragen ausdenken. Alle Fragen kann man mir stellen. Und ich freue mich auf die Sendung gleich. Und ich freue mich, dass du da gewesen bist. Vielen Danke Dank für den auch. Besuch. Danke. Jetzt können Sie in dieses Studio, in dem gleich Anne sitzen wird, aber auch schon telefonieren.
nämlich mit Claudia Vogt. Unter der eingeblendeten Telefonnummer ist sie für Sie zu... Für Sie? Das ist manchmal schwierig. Ja. Magst du es zu Ende bringen? Die Claudia Vogt ist jetzt für Sie noch erreichbar und um 15 Uhr bin ich dann für Sie da. Das hast du sehr gut gemacht. So, ein paar Beratungen schaffe ich noch. Wer mich jetzt aber nicht erreicht, der erreicht mich ab 16 Uhr. Mein Beratercode ist 4438, aber jetzt schaffe ich noch ein paar Beratungen, wenn Sie noch wissen möchten, wie die Woche noch voll verläuft oder einfach, was die nächsten 3 Monate bringt, wie es in der Liebe weitergeht, bin ich jetzt gerne für Sie da. Und ich gebe zurück. Ach so, ich dachte, jetzt würde noch eine kurze Pause kommen und wir würden Ihnen ein paar Berater von unserem Partner Questico vorstellen. Aber ich glaube, die Regie will mich heute ein bisschen ärgern. Das Wort Problem bedeutet für mich, lass mich das, was ich habe, anschauen, um dann eine Lösung zu finden. Und in jeder Situation gibt es eine Lösung. Ganz gleich welcher Art. Es gibt immer eine Lösung. Ich kann immer schauen, wohin mich der Weg führt, damit die Kunden dadurch besser zurechtkommen und vor allen Dingen auch ihre Träume nicht verlieren. Hörst du den Ruf deiner Seele? Nach deinem ganzen Glück und deiner ganzen Lebenskraft? Ich nehme deine Hand und begleite dich auf deinem Weg in dein ganzes Seelenpotenzial und die Berufung deines Herzens. Bist du schon auf der spirituellen Reise zu dir? Komm, ich nehme dich mit, denn deine Zeit ist jetzt. Die meisten Kunden, die mich anrufen, sind in einer Sackgasse angekommen. Und dann ist es meine Aufgabe, sie an die Hand zu nehmen, dass wir uns gemeinsam umdrehen und in die andere Richtung zu gehen. Immer da, wo das Licht ist. Und erst dann trauen wir uns wieder, Luft zu holen. Dann ist das Leben wieder schön, sich auf das zu konzentrieren, was wir haben wollen. Und das alles, die Dunkelheit, die Trübsal hinter uns zu lassen. Brigitte Gerke ist jetzt bei uns bei Leichter Leben und ich sage erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Brigitte. Ich danke dir, ich freue mich auch. Brigitte, du hast dir heute ein Thema ausgesucht, da weiß ich überhaupt nichts zu sagen. Kann ich verstehen. Es geht einfach darum, dass wir viel zu verkopft sind. Ich habe immer wieder Anrufe bekommen von Menschen, die etwas in ihrem Leben ändern wollen. Aber der Kopf hat immer dazwischen geredet, immer gesagt, ja, aber. Aber was war der Oberbegriff nochmal von diesem ganzen System, das du uns heute vorstellen wolltest? Oberbegriff ist heiliges Feuer. Ah, okay. Das heißt, es ist eine Kommunikation zwischen Unterbewusstsein und Bewusstsein. Das heißt, wir geben alles in die göttliche Ebene und damit geben wir erstmal die sogenannte Kopfverantwortung ab. Und damit geschieht das, was wir wollen, fast automatisch. Das ist so, ich komme in 2 Phasen. Erst komme ich als Medium, ziehe das ganze Problem über mich drüber, rede als dieses Problem zum Klienten und dann komme ich als Schamanin und zeige dem Klienten, was er da so mit sich treibt. Und dann gehen wir zusammen in die Umpolung. Das heißt, ich nehme den Klienten an die Hand. Wir gehen gemeinsam gedanklich in die höchste Ebene und geben alle Probleme dort ab. Und dann, nach einiger Zeit, kommt das alte Muster gereinigt zurück. Muss man sich vorstellen, chemische Reinigung. Und das übergebe ich zusammen mit einem Mantra, denn die neue Situation muss ja erst lernen. Das heißt, wir müssen lernen, damit umzugehen. Und es ist ganz spannend, dieses Mantra überlistet den Kopf. Immer wenn wir das Mantra sagen, geschieht das, was im Grunde geschehen muss. Der Kopf hat damit gar nichts zu tun. Also es ist im Grunde genommen so ein bisschen eine Kombination aus vielen verschiedenen Methodiken, Richtig. Im Grunde, Fogo Sagrado ist bekannt, kommt aus dem Amazonas, wurde dort ins Leben gerufen und ich war wirklich
zu der Zeit, so 2011, 2012, irritiert, dass ich bei manchen Klienten nicht richtig weiterkam. Mhm. Und dann hörte ich davon und dann ich sofort, das ist meins, das muss ich lernen, das muss ich und habe ich auch gemacht. Innerhalb eines Jahres konnte ich es dann. Und dann, es war zum Beispiel eine Klientin, die mich immer wieder anrief, um sich über ihren Mann zu beschweren, dass der nicht mit ihr redet. Sie ist Luft für ihn. Und dann, ich war ausgebildet, sagte ich, wie sieht's aus, wollen wir nicht mal probieren? Ja, sagt sie, machen wir. Nach 3 Monaten rief sie zurück, sagt, du wirst das nicht für Möglichkeiten, der spricht mit mir, als wäre nie was gewesen. Das heißt, wenn wir in uns etwas verändern, verändert sich automatisch unser Gegenüber, das Spiegelsystem. Ja? Das wird jeder wahrscheinlich schon mal erlebt haben, wenn man loslässt. Das heißt, wenn man nicht mehr verkrampft an Sachen rangeht, dann merkt man auch, wie leicht plötzlich alles laufen kann. Ne? Aber man braucht vielleicht den Auslöser. Und du kannst der Auslöser für viele unserer Zuschauer sein, der wirklich dabei weiterhelfen kann. Richtig. Also nachts ist es sozusagen Mantra wie ein Schlafmittel. Das heißt, bis wir wieder darüber einschlafen, sagen wir uns das. Und am Tage ist das Aktivator. Das heißt, Mantra, 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 ich bin da, wow. Ja? Das bewirkt es. Und damit kommen wir aus der Trübsal raus, aus dem nach unten schauen. Kannst du kurz den Unterschied zwischen einem Mantra vielleicht und einer Affirmation erklären? Ist fast das Gleiche. Ja. Mantra ist kürzer und Affirmation geht lang, lang, lang. Ja. Ich kriege immer Mantren, die ziemlich kurz sind, damit es spektakulär ist. Ich finde ein Mantra zu was Befreiendes, weißt du? Also ich habe Mantras in Nepal kennengelernt und da muss man wirklich sagen, hat auch so eine Stadt wie Nepal, wo so viel Armut, wo so viel Dreck, so viel Schmutz auch herrscht, plötzlich so einen ganz anderen Charakter bekommen, weil die eben sehr viel mit diesen Mantras arbeiten, auch mit dieser Mantra-Musik. Und man bekommt einfach wirklich, was du vorhin gesagt hast, diese Leichtigkeit zu spüren. Richtig. Und diese Leichtigkeit ist es, die Auswirkung davon. Die Menschen rufen hinterher an und sind begeistert. Die wissen nicht, was geschieht, aber der Kopf ist weg. Der kann nicht nachvollziehen, was da geschehen ist. Ja. Aber insgesamt muss ich sagen, es geht fast automatisch und ich selber habe es ja auch ausprobiert. Ich habe während meines Studiums gedacht, das schaffe ich nie. Nein, niemals schaffe ich das. Und da habe ich eine Sitzung bekommen, und mit einem kurzen Mantra und am nächsten Tag war ich da. War ich voll diejenige, die das alles packt. Man muss im Grunde genommen manchmal wirklich jemanden haben, der einem bei der Befreiung hilft. Und du bist derjenige. Brigitte Gerke ist natürlich auch über unseren Partner Questico zu erreichen. Und ich hoffe auch heute noch für unsere Zuschauer da. Sehr schön. Also etwa eine Stunde brauche ich, jetzt gehe ich mit meinem Dackel erstmal durch den Wald. Ja, genau. Mach das mit einem schönen Mantra im Kopf und dann gehst du gut erholt und mit gelüftetem Kopf sozusagen wieder ans Werk. Dann alles Liebe. Vielen Dank für das Gespräch. Auch. Bis zum nächsten Mal. Ja, lass dir gut gehen. Tschö. Brigitte Gerke, wie gesagt, über unseren Partner Questico können Sie jetzt im Grunde genommen auch ein schönes Mantra bekommen. Oder Sie machen jetzt Folgendes, indem Sie uns eine Postkarte schreiben und dann können Sie heute die spirituellen Tischgespräche nämlich gewinnen. Milena Glimbowski ist ganz begeistert von diesem Spiel. Ich bin auch begeistert von diesem Spiel und ich glaube viele unserer Gäste. Und Sie werden sich auch begeistern lassen. Allerdings schreiben Sie uns erstmal und beantworten Sie folgende Frage. Womit wird man Milena auf der Straße mit Sicherheit nicht begegnen? A, mit einer Plastiktüte oder B, mit einem Jutebeutel? Stichwort ist Milena und die Postkarte wie immer an uns. Astro TV, Leichterleben, 10452 Berlin. Der Einsendeschluss ist der 7. September. Und ich sage es immer wieder gerne dazu, Namen, Anschrift mit auf die Postkarte schreiben, damit der Postbote auch weiß, wohin er diese schönen Gespräche zu schicken hat. Ein Leben ohne Plastik ist im Grunde genommen wahrscheinlich nicht möglich. Nee, komplett nicht. Wenn wir mal überlegen, was um uns herum Plastik ist. Ich glaube, der Tisch ist bestimmt. Ein bisschen Plastik. Ich glaube, auch an meinen Schuhen ist was dran. Es ist immer überall, aber man kann es reduzieren. Vor allem, wenn es mit Lebensmitteln zu tun hat, sollte man möglichst Plastik vermeiden, damit sich die Weichmacher, die ja wirklich chemikalisch bewiesen sind, nicht aufs Essen übertragen und dann in unser Kreislauf bewegen.
Es schmeckt ja auch alles so viel besser. Jetzt mal ganz im Ernst, ein Wasser, ein schönes Wasser aus einer Glasflasche schmeckt wesentlich besser als aus einer Plastikflasche. Wir müssen alle irgendwie mitmachen, um wirklich umzudenken, und wir können alle mitmachen. Das heißt, wir müssen ein bisschen verzichten auf unsere Bequemlichkeit, vielleicht ein bisschen auch wieder offener durchs Leben gehen. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere angesprochen, dann ist es ja schon toll, was ihr da macht. Aber ihr wollt natürlich auch expandieren, ihr wollt auch, dass die Welt irgendwann mal plastikfrei wird. Und deswegen habt ihr, da es den Laden ja im Moment nur in Berlin gibt, für alle anderen aber auch mitgedacht und habt einen Online-Shop gegründet. Das heißt, da können wir auch gerne mal auf eure Internetseite gucken, was man so alles einkaufen kann. Also was bekommt man in diesem Online-Shop alles? Genau, also wir haben gesagt, wir verschicken keine Lebensmittel, weil das wäre wirklich nicht nachhaltig, weil die sollte man lokal bei seinen Bauern holen oder einfach im lokalen Supermarkt. Aber man kann ganz viele Gefäße erhalten, mit denen man einkaufen gehen kann. Man kann, wir haben auch die Einhornkondome, wir haben eine Po-Dusche. Die ist zwar aus Plastik, aber die spart wiederum, dass man sich Feuchtigkeitstücher holen muss. Wir haben Zahnseide ohne Plastik, Zahnbürsten aus Bambus, die richtig lecker schmecken, muss ich sagen. Also man spürt das richtig, wenn man die im Mund hat. Also dass es Bambusholz ist, spürt genau, man dann. Mhm. Genau, das ist ein ganz anderer Geschmack als einfach nur Plastik. Und es macht einfach Spaß, dann zu sehen, was für Alternativen gibt es eigentlich. Und auch nach Lösungen zu suchen, wenn man sagt, okay, ich versuche jetzt Zero Waste zu leben. Und ich muss jetzt für jeden Einwegartikel, den ich sonst habe, einen Coffee-to-go-Becher zum Beispiel, eine Mehrweglösung finden. Und dann muss man halt gucken, wie mache ich das am besten. Und manchmal wird man halt auch sehr kreativ dabei. Mhm. Ja, ja, also ich glaube, wenn wir alle überlegen, wie wir tagtäglich wirklich Müll oder auf Müll verzichten könnten, dann würden wir schon feststellen, was man wirklich alles im Grunde genommen wirklich sparen kann. Okay. Deutschland ist natürlich schon ein tolles Land, was Mülltrennung, was generell auch Recycling und so weiter und so fort anbelangt. Gibt es Länder, wo wir uns noch so ein Beispiel nehmen könnten? Das glaubt man kaum, aber in den USA, in San Francisco, die haben sich vorgenommen, ich glaube bis 2020 komplett müllfrei zu sein. Die haben jetzt schon Einwegbecher und diese Einweg-Styropor-Verpackungen für Lebensmittel to go verboten. Aber auch Länder wie Marokko, wo man jetzt nicht denken würde, dass die sich so für Umweltschutz engagieren, die haben Einwegplastiktüten komplett verboten. Mhm. Und das ist total der richtige Schritt eigentlich. Da bin ich ein großer Fan von. Vielleicht sind wir auch irgendwann soweit. Also ich finde auch, man muss manchmal wirklich rigoros sein, um die Menschen zu erziehen, wegen der Bequemlichkeit. Ich muss mich da auch, wahrscheinlich wie Sie, wenn Sie ehrlich sind, auch öfters mal an der Nase packen. Aber du hast mir heute Gott sei Dank wieder ein bisschen die Augen geöffnet. Ich sage seit Ewigkeiten, dass ich den Plastikbecher beim Kaffee holen einfach mal auf den verzichte und mir wirklich, ich habe einen zu Hause, den ich immer wieder auswaschen könnte und eigentlich genau. Hier an der Kaffeebar abgeben. Der auch noch den Kaffee warm hält und auch noch besser schmeckt. Ja, Blödsinn. Aber ich bin froh, dass du heute da gewesen bist. Schauen Sie vorbei, original unverpackt. Also das lohnt sich auf jeden Fall, wenn Sie in Berlin sind, mal in dem Laden vorbeizugucken, weil der ist echt mit sehr, sehr viel Liebe gemacht, aber natürlich auch auf eurer... ganz tollen Personal, die ganz freundlich und hilfsbereit sind. Das, glaube ich, erlebt man sonst keinem Supermarkt. Ich finde, das hast du heute schon sehr gut präsentiert. Und auf dem Online-Shop natürlich auch wirklich nochmal vorbeischauen. Die Zeit ging viel zu schnell. Ich glaube, du musst wiederkommen, denn es gibt noch so viele Sachen, die wir auch vorführen könnten. Ne? Zum Beispiel, wie man Zahnpasta und so selber macht. Oder wie man Zahnpasta-Tabletten verwendet. Ich mache hier schon ein bisschen Platz für Claudia, die aus dem Studio von nebenan zu uns kommt. Und wir gucken noch mal schnell auf den Spruch des Tages, bitte sehr. Wähle den Job, den du liebst, und du wirst nie wieder arbeiten müssen. Das hat Konfuzius gesagt. Das hätte aber auch Andrea Plewig sagen können. Denn die hat nie das Gefühl, arbeiten zu müssen. Top. Top. Das war's für heute. Schön, dass du da gewesen bist, Claudia. Dank. Schön, dass du wieder den Zuschauern weiterhelfen konntest. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie morgen wieder bei der Liebe meines Lebens dabei sind. Leichter Leben nämlich. In diesem Sinne, haben Sie einen schönen Nachmittag. Bis morgen. Tschüss und Servus. War toll. Sehr, sehr spannend. Also ich glaube wirklich, dass...